Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing. Und zwar der Pinkbox. Wenn du wissen möchtest, was ich in meiner Pinkbox erhalten habe, dann bleib doch einfach dran. Das Thema dieser Pinkbox ist Boho Beauty. Boho Beauty, was heißt das überhaupt? Der Sommer ist vorbei, aber den Style nehmen wir mit. Boho ist eine Abkürzung für die Bohème und leitet sich vom englischen Adjektiv Bohemian ab. Schick ist französisch und steht für modisch und elegant. Ja, mir kommt erstmal dieser Zettel entgegen und zwar steht drauf Augen auf. Leider hatte dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz, deswegen sind sie außen, also in dieser Postbox, eingepackt worden. Und ich sehe schon, da kommt mir was Leckeres zum Trinken entgegen. Ich hoffe, es ist lecker. Und zwar ist das von Volvic eine Flasche mit natürlichem Mineralwasser und Extrakten von Zitrusfrucht und Rosmarin. Ohne Zucker und Zusatzstoffe, mit 100% natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten, bio. Letztes Mal war in der Pinkbox ein Energy Drink drin. So, und jetzt haben wir in der Pinkbox Wasser drin, mit Geschmack. Ja, ich denke mal, es wird ein Zusatzprodukt sein, weil ich es nicht in der Broschüre finde. Aber ich finde es cool, weil man das ausprobieren kann, einfach ob es schmeckt, ob man das mag. Ich kenne Wasser mit Geschmack, aber da ist sehr viel Zucker drin und ich persönlich trinke eigentlich nur Wasser. Aber ich bin gespannt, wirklich. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt mit Rosmarin. So, kommen wir zum richtigen Produkt. ist auch außen in der Kiste gewesen. Und zwar ist das ein Rasierer von der Firma Wilkinson. Intuition Complete. Schwer erreichbare Stellen, ab sofort kein Problem mehr. Mit dem neuen Intuition Complete. Intuition. Intuition? Intuition. Intuition Complete. Mein Englisch ist nicht so gut. Intuition Complete, würde ich mal sagen. Seine 5 Skin Perfect Klingen und der schlanke Klingenkopf hinterlassen ein sanftes und gründliches Hautgefühl, egal wo. Das Skin Protect Gel sorgt für ein sanftes Gleiten und hilft, Hautirritationen vorzubeugen. Ich habe früher immer von Nivea die 5 Klingen benutzt, weil ich damit sehr gut klarkomme. Das ist was Neues für mich, das werde ich gerne austesten. Ich finde, das sieht auch sehr hübsch aus, ne? Also in Farbe Rosa. Ja, das mögen eigentlich alle Mädels, ne? Der Preis wäre 7,99 €. Jetzt kommen wir zum Boxinhalt, also was ich in der echten Box finde. Und zwar, sieht das schon mal sehr gut aus. Was nehme ich dann? Das erste Produkt, das ist was Großes. Und zwar ist das von der Firma Niu ein Shampoo. Genau. Für fluffig weiches und himmlisch nach Cookie duftendes Haar, verspricht das silikonfreie Shampoo von Niu. Das Shampoo reinigt sanft und verleiht verlockenden Glanz. Die optimale Vorbereitung für deinen Boho Hairstyle. Finde ich total interessant. Ich schnupper mal eben dran. Oh mein Gott! Also ganz ehrlich, der Duft, der ist richtig, richtig toll. Es riecht nach leckeren Kuchen und Keksen. Also die Gefahr besteht, also wenn Kinder rankommen würden, daran schnuppern würden, dass sie das so wegkippen.
Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Der Preis, da sind 250 Milliliter drin und das kostet 3,95 Euro. So, das nächste Produkt, das ist ein Deo Roll-On. Petit Grain nennt sich das. Von der Firma 10 of Scent. 10 of Scent ist Naturkosmetik mit der Philosophie, im Einklang mit der Natur zu sein. Die verwendeten Rohstoffe kommen, wenn möglich, alle aus kontrolliertem biologischen Anbau oder Wildwuchs. Chemische Emulgatoren, schädliche Tenside und so weiter, Mikroplastik oder Mineralöle kommen in der Kosmetik von Zen of Zen nicht vor. Der Preis für 50 Milliliter 10,63 Euro. Es riecht richtig gut nach Zitrone, nach Orange, würde ich sagen. Riecht, dass es sich um konzentrierte Duftöl, wie so ein gutes Duftöl riecht es. Und ich finde, es riecht orangig. Es riecht wirklich sehr, sehr nach Duftöl. So, das nächste Produkt, das ist ein Pigment. Und zwar von der Firma Paese oder Pies. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der lose Lidschatten mit Mineralien sorgt für einen lebendigen und intensiven Look. Er enthält Seidenproteine, die das Lid glätten und so deine Augen zum Strahlen bringen. Er kann feucht und trocken aufgetragen werden. Für den echten Boho-Look kannst du den Lidschatten mit einem Wing-Lidstrich im Hippie-Style ergänzen. Ist jetzt versiegelt. Das ist eine Galaxy-Farbe, aber ich würde gerne mal testen. Aber dann habe ich hier überall diese ganzen Pigmente. Nee, ich werde das später mal austesten und mal gucken, was ich damit anstellen kann. Ich habe immer die Befürchtung, bei Grau ist es so, dass es schmutzig aussieht auf dem Auge. Aber das ist gar kein Grau, das ist Galaxy. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Galaxy-Farben. Ne? Also lila Pigmente, Grau, Blau. Ja, mal gucken. Der Preis hierfür wäre 16 Euro für ein Döschen. Das letzte Produkt, das sind die hier. Invisible Bobble Spangen. Die einzigartige Form und das spezielle Material machen den Waver. Ach so, Waver heißt er. Ja, weil er eine Wellenform hat. Außergewöhnlich, der Waver bietet eine komfortable und haarschonende Alternative zu üblichen Haarspangen und Klammern. Genau, ohne Abdrücke im Haar zu hinterlassen. Preis für so ein Päckchen 3,95 Euro. Das probieren wir doch gleich mal aus. So sehen die aus. Und die werden dann hier so eingehakt. Mal gucken. Zack. Genau. Machen wir hier oben eine kleine Spangenfrisur. Hier einhaken. So, geht doch. Das hält auch ganz gut. Also nicht so fest wie normale Spangen. Aber doch. Finde ich schon. So, das war die Pinkbox. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Da sind ganz tolle Produkte dabei. Den Wert der Box werde ich euch hier oben irgendwo einblenden. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.